Wir sind gerade mit dem Dachzelt einmal quer durch Island gereist. Von unglaublichen Landschaften über atemberaubende Wasserfälle bis hin zu Whale-Watching und heißen Quellen haben wir alles erlebt. In den nächsten Videos zeigen wir euch, was ihr in Island nicht verpassen solltet und wie ihr low-budget durch dieses atemberaubende Land reisen könnt. Willkommen auf dem ultimativen Island-Roadtrip. Und damit herzlich willkommen in Island, Leute, würde ich sagen. Anderer Planet! So crazy. Also erstmal, ich weiß, ihr dürft lachen, ihr könnt uns auslachen. Wir müssen uns auch erstmal an diesen Anblick gewöhnen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so scheiße aussah. Oder so voll so angezogen auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt 20 Minuten aus Reykjavik quasi raus. Und es sieht schon, also, unglaublich aus. Das hätte ich niemals gedacht, dass es direkt so crazy wird. Und ja, ich würde sagen, es kann losgehen. Hinten steht das Auto, da springen wir gleich rein und dann würde ich sagen, erkunden wir gemeinsam Island. So Leute, das ist unsere Karre. Oh mein Gott, wir haben uns einen Roller gegen dieses Gerät ausgetauscht. Ja, ihr seht, Dachzelt am Start und es ist auch ein 4x4, das heißt, wir können und werden auch Offroad sein. Wir zeigen euch natürlich noch mal alles im Detail, was wir alles dabei haben, Camping-Equipment, dies, das. Aber ich würde sagen, jetzt fahren wir erstmal weiter zum nächsten Stop. Und ich kann nur eins sagen, ich bin eine Gefahr für die Nation, denn die letzten 3 Jahre in Indonesien, nur Roller, linke Seite und hier, rechte Seite, Auto. Mich aber kritisch als Navigatorin. Auf jeden Fall. Die einzige Rettung ist, dass hier nicht so viel Verkehr ist. Aber ja, ich zeige euch auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Sitzheizung ist am Start. Ich würde sagen, kann ich machen, oder? Geht los. Auf den ersten Anblick steht es mir. Auf jeden Fall. Aber Achtung! Nee, vom Black Sand Beach in Bali zum Black Sand Beach in Island. Mach Temperaturcheck. Geht? Schon sehr kalt. Ah, okay. Nee, es ist schon was anderes. Eisig kalt. Ja, da hinten dampft richtig. Aber du kannst rein, wenn du willst. Ich geh rein, ja. Kein Problem. Oh mein Gott, wie ruhig es hier auch einfach ist. Und es ist kein Stück Plastik oder so, gell? Nee, hier ist kein Stück irgendwas. Hier ist einfach nur Natur, ja. So, man ist so klein. Ja. Island ist natürlich das Land der Vulkane. Ich glaube, es ist das Land mit den meisten Vulkanen ever. Und auch der Geysire. Und immer, wenn ihr so einen Rauch seht, wisst ihr, es stinkt auf jeden Fall nach Schwefel. Nach Fucht. Und generell ist es sogar so, dass man, wenn man hier warm duscht, wird das quasi thermal erhitzt über so, ich weiß nicht genau, wie die Technik dahinter ist, aber es wird über diese Thermalquellen, ja genau, das, ja, darauf wollte ich hinaus. Es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ihr warm duscht oder einfach nur warm einen Abwasch macht oder so, zu Hause riecht es einfach nach Furz. Es ist übel krass. Man kann das Wasser trotzdem trinken, es ist womit das klarste Wasser ever, aber es riecht echt immer einfach nach... Nach Furz, sorry. Genau. Immer in Bali steht ja auch immer überall und in Indonesien, ja, Vulkan ist aktiv. Man denkt sich so, wirkt jetzt nicht so aktiv. Aber hier denkt man sich, man steht irgendwie in irgendwas Aktiven auf jeden Fall mittendrin, oder? Ja. So ein ganz anderes Feeling. Man denkt so, was geht hier ab? Und so, es ist echt crazy. Und dann der auch überall noch. Und ich wollte schon mal sagen, das ist hier so eine Sache, die hat auf Google 46 Reviews. So die bekannten Sachen, die haben so 5000, 10.000 Bewertungen auf Google Maps. Und das ist hier eine 46er. Und das bedeutet, das ist nur der Anfang. Heißt aber natürlich nicht, dass es hier weniger nach Furz riecht als bei den anderen Sachen. Also, ne, da könnt ihr euch freuen. Furz ist immer da. So, wir haben hier so ein cooles Fahrtenbuch dabei, wo so einige Attraktionen quasi aufgeschrieben sind, was wir eben für eine Route machen können. Aber wir sind natürlich ganz flexibel und frei und wir fahren jetzt zu einem Kontinent, wo zwei Kontinentplatten quasi zusammen waren, früher und jetzt nicht mehr. Und da ist irgendwie eine Brücke, das ist, wie sagt man, eurasische und nordamerikanische, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube ja, genau. Europa und Amerika. Genau, und da fahren wir jetzt hin und gucken uns das mal an. Let's go! Okay Leute, wir sind angekommen. Es ist wirklich, also man fährt die ganze Zeit, man denkt, man ist auf dem Mond oder sowas. Es macht so Bock hier lang zu fahren. Und jetzt sind wir wie gesagt da angekommen, wo die zwei Platten aufeinandertreffen. Und es ist einfach blauer Himmel.
Island, Sonne oder was? Ich hoffe, das bleibt so. Sie meint, es kann sehr stürmisch werden wohl die nächsten Tage. Wir hoffen aber natürlich, dass wir auch viel Sonne haben. Aber jetzt packe ich mal die Jacke trotzdem raus. Denn es ist nicht heiß, aber man kann es echt gut aushalten. Übrigens, Leute, wenn wir sagen, es ist hier nicht so kalt, dann stimmt das. Denn für die, die uns kennen, die wissen es, wir leben normal in Indonesien. Das heißt, wir sind 30 Grad plus gewohnt, hatten so eine Jacke schon 2 Jahre nicht an, weil wir wirklich auch 2 Jahre nicht in Europa waren. Und wir sind gerade 30 Stunden hier angereist, okay, quasi von Bali nach Island. Ich hoffe, man merkt es nicht an. Und ja, es ist halt so krass anders für uns, also es ist echt eine ganz so eine andere Welt. Ich glaube, Island ist generell natürlich super besonders. Ja. Aber das hier, der Kontrast von hier zu Asien, ist echt unglaublich krass. Geschichte. Das hat was mit Geschichte zu tun. Geschichte. Ganz klar. Das ist Europa und das ist Amerika quasi. Asien. Eurasien. Nicht so spektakulär. Was aber definitiv spektakulär in Island ist, ist die Landschaft. Die wechselt wirklich alle 10 Minuten. So hat man in der einen Sekunde das Gefühl, man ist auf dem Mond und ein paar Kilometer weiter ist man wieder in komplett grünen Regionen mit Klippen im Hintergrund, Pferden auf der Weide. Wir hätten nie gedacht, dass uns Island so schnell so umhaut und sich von Anfang an so vielseitig zeigt. Wir fahren jetzt gerade Richtung Camp und ich muss sagen, in die Richtung, wo das Camp ist, ist es komplett schwarz. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf, wenn es heute Abend regnet, oder? Wie sollen wir denn auf das Zelt aufbauen? Und kochen. Und kochen? Oh mein Gott, Alter, es sieht richtig schlimm aus. Also ich hoffe, das ist wieder vorbei, wenn wir dann da sind. Oder es zieht schon vorbei. Aber es sieht geisteskrank schwarz aus, also... Boah, nee, ey. Und dann schläfst du bestimmt und dann ist es so... Okay, es geht los. Ich glaube, das hat wieder aufgehört. Kurzer spontaner Stopp. Man kann hier übrigens nicht 10 Minuten fahren und nicht wieder anhalten. Das ist einfach so nice. Und jetzt haben wir so ein paar isländische Pferde entdeckt. Und die sind so cool. Wie lange wir keine Pferde gesehen haben, oder? Und dann noch so schöne. Digga, was ist mit deiner Friese? Was ist mit deiner Friese los? Miese Tiere. Oh, so schön. Ja. Adventure Food, Leute. Das mit Cashewnüssen und Satay-Soße. No way. Die Tankerbung öffnen, Boden auf. Das ist einfach indonesisches Food. Wir können euch das Essenspaket nochmal die Tage zeigen. Aber wir haben auf jeden Fall viele so, wie soll man sagen, Schnellgerichte dabei. Finde ich aber ganz nice, weil dann muss man nicht irgendwas hier kochen, weil es ist kalt. Das war mal ganz schnell essen. Ich hoffe, ich verbrenne mir nicht die Pfoten, Alter. Und dann rührt man ein bisschen um. Dann werden die Pfoten schon richtig warm. Adventure Food, Cashew Nasi, Indonesian Style. Boah, krass. Sieht man das? Das ist schon ein richtiges Gericht, ne? Ich mach jetzt den Taste Test. Das riecht geil, wie so ein Curry. Wow, also dafür, dass es aus so einer Tüte kommt, schmeckt es richtig geil. Bevorzuge ich auf jeden Fall allem anderen, was man während des Campens machen kann. Außer es ist natürlich wärmer, aber wenn es so kalt ist, Alter, einfach schnell. Camping-Style. Kann man nicht meckern, ist lecker. Was wir genau zu essen dabei haben, wissen wir noch gar nicht, weil wir eine teils vorgefertigte Reise gebucht haben. Das heißt, wir haben Auto plus Dachzelt und Camping-Equipment gebucht. Essenspaket dazu gebucht und die Campingplätze sind auch schon vorher rausgesucht. Das, was wir aber natürlich ganz frei entscheiden, ist die Route, die wir fahren und die Spots, an denen wir halten. Dazu erzählen wir euch natürlich in den nächsten Videos mehr. Ich kann euch nur schon mal sagen, es ist ziemlich günstig und ich verlinke es euch gerne unten, wenn ihr es schon mal auschecken wollt. Cheers!
Erste Taste, schön ist das Bier. Schmeckt geil. Ja, das schmeckt so ein bisschen wie so ein Pale Ale. Probier mal. Ist geil. Ist nicht so ein typisches Lager. Fingis Laos. Cool. Ist alkoholfrei. Na, echt? Steht hier. Oh, scheiße. Ich denke, ich sehe nur die Becher und denke, ich kann eh nicht lesen. Oh, schmeckt gut, gell? Ist geil. Man denkt, die Sonne geht gleich unter, aber ich glaube... Das dauert lange halt, ne? Ja. Das ist geil, haben wir mega lange so ein Licht. Aber man denkt sich, deswegen dachte ich gerade, es ist doch nicht 9 Uhr. Ja. Krasser erster Tag, oder? Ey, ich sag's euch, wir sind wirklich von gefühlt Bikini Life mit Palmen und weißem Sandstrand. Es ist echt crazy. Camping in Island bei 10 Grad. Ja, ich kann es auch noch nicht glauben, wir müssen auch uns echt noch drauf einstellen. Wir wussten auch, also wir sagen halt immer ja zu sowas und denken uns geil, haben wir richtig Bock drauf. Es ist auch geil. Aber ja, man hat doch andere Challenges, die wir nicht gewöhnt sind, oder? Zum Beispiel Strom, zum Beispiel Kälte. Ich muss sagen, jetzt wo der Wind weg ist, ist es, also jetzt 2 Stunden später, ist es wärmer als vor 2 Stunden, obwohl ja, die Sonne weiter unten ist, weil einfach der Wind macht es richtig kalt. Jetzt ist es fast windstill, dadurch ist es voll angenehm. Und boah, ich würde sagen, ich bin echt fertig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, die Nacht wird einigermaßen gut, aber wir haben dicke Schlafsäcke. Können wir auch alles nochmal in den nächsten Videos machen. Und ja. Ich sage nur, das war hier noch gar nichts. Also die ganzen Highlights, diese riesigen Wasserfälle, heiße Quellen und alles Mögliche, kommt alles noch. Deswegen seid gespannt. Guckt, ob wir irgendwann erfrieren oder ob wir es doch durchschaffen. Und wir haben richtig Bock. Aber ich bin jetzt auch echt fertig. Ja. Deswegen ich habe aber eine Lichterkette dabei, die wir oben gleich aufschlagen können. Deswegen würde ich sagen, genießen wir jetzt noch den Sonnenuntergang. Like das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ja, willkommen in Schweden mit uns. Gewöhnt euch an diesen Anblick. Wir sind nicht in Schweden. Ah ja, willkommen in Island. Mit uns beiden. Und genau, gewöhnt euch an Jacke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Peace, Leute. Macht's gut.